Welcome to your new vlog. Okay, bevor ich das Video anfange, muss ich glaube ich ein bisschen erklären. Leute, ich sehe so schlimm aus, seht ihr das? Ich hatte es auch ganz, ganz kurz in meiner Instagram-Story. Ja, war ich vor 2 Tagen am Meer mit jemandem, den ich aus meinem Hostel getroffen habe. Und ich wollte ins Wasser gehen, aber ich wollte nicht meine Haare nass machen. Ich hatte auch mal meine Sonnenbrille auf. Und ja, dann stand ich irgendwie so ungünstig, dass eine Welle mich so krass gepackt hat. Ich konnte so schnell gar nicht reagieren, wie das passiert ist, dass die Welle mich so gepackt hat und mitgerissen und ich wurde so 10-mal unter Wasser getwistet und bin dann voll mit voller Wucht unter Wasser mit dem ja, so Wangenknochen hier so richtig auf den Boden aufgeschlagen. Es war zum Glück nur Sand und keine Steine, weil da auch an dem Strand recht viele Steine waren. Ja, und dann bin ich halt rausgekommen und es tat halt ultra weh und ich wollte es eigentlich nur kühlen. Ich dachte halt, ja gut, es ist halt eine fette Beule, es hat auch nicht geblutet. Und dann wollte ich eigentlich, sorry, ich stehe an der Straße, zum Lifeguard gehen und wollte eigentlich nur so ein Kühlpack holen oder Eis. Und dann kam mal so ein Auto und dann kamen irgendwie so 3 Lifeguards an und alle so, oh mein Gott, und ich nur so, mir geht's gut. Und dann meinte er so, ja, nee, beweg deinen Kopf nicht und so. Und ich war so, okay. Und dann musste ich also voll viele Fragen beantworten und die haben so 1000 Tests gemacht, dass halt nichts mehr im Nacken ist, weil das halt manchmal sein kann bei den ganzen Surfern und so. Aber ja, ich kann euch mal ein Foto einblenden, wie das aussah. Und ja, es sieht gar nicht so schlimm aus, aber es tut schon echt ganz schön weh. Hier ist es jetzt lila in meinem Auge. Ja, ich sehe einfach richtig schlimm aus. So laufe ich gerade rum. Naja, ich bin auf jeden Fall gerade auf dem Weg zur Grove. Das ist eine Shopping Mall, so eine Outdoor Shopping Mall. Die sieht ganz nice aus. Ich wollte heute mal ein bisschen shoppen. Ich war gestern auch schon ein bisschen shoppen. Ich zeige euch dann gleich mal die Sachen, die ich schon gekauft habe. Ich will jetzt gar nicht so lange quatschen. Und ja. Bei Brandy Melville habe ich auch noch einen Top geholt, weil ich habe halt Brandy auch in Wien, deswegen denke ich mir so, muss ich dafür jetzt hier kein Geld ausgeben. Okay, ich war jetzt gerade noch in einem anderen Store und habe noch ein Pair of Underwear geholt und so einen Sport-BH von Calvin Klein. Ja, ich zeige es euch später. Jetzt laufe ich zu Trader Joe's, das ist ein richtig nicer Grocery Store und da gibt es diese Peanut Butter Cups und ja, da gehe ich jetzt hin. Dazu entschieden, ein bisschen am Venice Beach spazieren zu gehen und den Sonnenuntergang anzuschauen. Nicht mehr. Und die Jacke angezogen. Guten Morgen, I'm back in the hostel. Ich bin bis Samstag jetzt wieder hier.
Ich war jetzt echt die letzte, das Wochenende war so voll und ich bin echt extrem viel mit Freunden gewesen, Leute, die ich kennengelernt habe. Und jetzt die Woche habe ich eigentlich fast gar nichts Richtiges geplant, weil ich einfach mal ein bisschen wieder chillen wollte und mit mir selber ein bisschen Zeit verbringen wollte oder will, weil ja, letztes Wochenende war echt busy und davor die Tage. Aber es war auf jeden Fall sehr cool. Ich habe an einem Tag angefangen zu filmen, aber ich habe irgendwie nie gesprochen. Also ich habe immer nur gefilmt die ganze Zeit und ich überlege die ganze Zeit, ob ich das, was ich gefilmt habe, mit hier reinschneide. Weil ich halt am Hollywood-Sign war und in Malibu. Deswegen ja, falls ich es einblende, dann mache ich es jetzt. Das waren auf jeden Fall die letzten Tage, die ich verbracht habe. Es war richtig cool. Und zwar, meine Schwester war damals auch ein Au-pair, aber in Colorado. Und als meine Schwester mich damals in Wisconsin besucht hat, sind wir zu ihrer Familie geflogen und haben die besucht. Und da war zu der Zeit halt auch ein Au-pair. Und ja, die habe ich da kennengelernt. Und wir haben uns halt Instagram ausgetauscht und schreiben seitdem. Und sie war jetzt gerade mit einer anderen Freundin hier. Und dann haben wir uns ein Auto gemietet und sind ein paar Tage rumgefahren. Und es war auf jeden Fall sehr nice. Anyways, ich wollte euch noch zeigen, was ich gestern geshoppt habe. Ich habe alles hier in dieser Tasche. Fangen wir an mit dem ersten Store mit meinem Lieblings. Ah, und zwar ist es diese Hose. Diese Shorts von Lululemon. Ah, ich liebe Lululemon. Oh, ich habe angerufen. Ich wollte FaceTime meine Freundin. Ja, okay. Ich glaube, ich mache das Video gleich weiter. Okay, ich bin wieder zurück und habe jetzt eine Stunde lang mit meiner Freundin gefacetimed, aber es war auf jeden Fall nötig. Es sind andere Leute gerade nebenan im Zimmer. Das ist gerade ein bisschen unangenehm, das jetzt aufzunehmen, aber die sprechen kein Deutsch, deswegen... Ja, ich war stehen geblieben, dass ich mir diese Hose gekauft habe bei Lululemon. Als ich die schon gesehen habe, war ich so, ich muss sie anprobieren. Und ich wünschte, ihr könntet das fühlen. Ach, sorry, ich sitze hier irgendwie so doof. Die Qualität ist wirklich, der Preis ist echt nicht günstig, aber die Qualität ist einfach, die ist so weich. Wirklich. Ja, die habe ich mir gegönnt. Dann war ich noch bei Brandy Melville, aber da habe ich ja gesagt, dass ich da eigentlich nicht viel gekauft habe, weil, also ein Oberteil nur, weil wir Brandy Melville ja auch in Wien haben und irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht von dem Brandy Melville. Da waren irgendwie nicht so viele schöne Sachen. Da habe ich dieses Top Gold. Basic. Was habe ich noch geholt? Achso, das war dieser Sport-BH, von dem ich gesprochen hatte. Ja, den finde ich ganz schön. Die Farbe, der hat auch vorne so Pads drin. Guck, dann noch Unterwäsche, die muss ich jetzt nicht zeigen. Und dann habe ich noch eine Sache geholt, die kann ich jetzt aber nicht zeigen, weil das ein Geschenk für eine Freundin ist und die wird sehr wahrscheinlich dieses Video sehen, deswegen kann ich das jetzt nicht zeigen. Ich war vorgestern ja auch noch bei Ultra Beauty. Das ist so ein... Boah, das ist jetzt gerade so unbequem. Das ist so ein Make-up-Laden und Leute, boah, die haben so geiles Make-up. Da habe ich geholt einmal diesen Lipgloss, also eigentlich nur Produkte für meine Lippen. Da habe ich mich inspirieren lassen von einer YouTuberin, die ich aus LA kenne. Also nicht persönlich, I wish, aber der folge ich schon richtig lange. Und die hat den immer benutzt, den immer meinte, dass sie immer Komplimente bekommt, wenn sie den drauf hat. Und dass die Lippen aussehen, als wenn die gemacht wären. Und dann wollte ich den ausprobieren. Ich habe echt so eine lange Liste mit so Beauty-Produkten, die es halt nur hier gibt. Ich habe einmal den und dann noch so einen anderen von Hourglass. Das ist, der ist mehr so creamy, also so richtig, ja, creamy. Das Lip Oil von Dior geholt. Leute, I'm so excited.
der sich wollte den unbedingt haben. In der Farbe Cherry Oil. Cherry? Nein, Cherry. Whatever. Ich liebe den. Dann war ich noch bei Target. Was habe ich da gekauft? Diese Dinger. Ich liebe die. Ich schwöre auf die. Wenn meine Lippen rau sind, dann benutze ich die von CarMax. Keinen anderen. Wirklich, das sind die besten. Und irgendwie habe ich die in Mini gefunden. So 5 Stück. Und ja, ich habe die damals hier in Amerika gefunden. Ohne Geschmack. Und benutze die immer. Und jetzt ja, habe ich mir die in 5 in Mini geholt. Dann habe ich mir noch eine Zahnpasta geholt. So ultra für so weiße Zähne. Also das soll wirklich die beste sein. Und dann habe ich noch das geholt. Das passt auch so zu mir. Das ist so ein Stift. So Tide Go. Und wer mich kennt, der weiß, ich klecker gerne auf meine Abziehsachen. Egal wann. Und egal wann. Wie oft. Wirklich. Ich habe immer überall Flecken auf meine Abziehsachen. Und da dachte ich mir, der ist ganz gut. Den kann man sich in die Tasche tun. Und ja, den habe ich empfohlen bekommen, aber den hatte ich schon mal, glaube ich, gesehen, was zu der Zeit, wo ich in Amerika war. Und ich mache mich jetzt fertig und gehe dann in eine neue Mode heute. Also ja, ein kleines Update zu meinem Gesicht. Es sieht so schlimm aus, dass ich es überhaupt zeige, ne? Es wird jetzt richtig lila hier. Ja. Leute, das sind die Schuhe, die ich meine. Das sind diese Ack. Aber das waren die, die ich gesucht habe. Also die in Plateau. Die meine ich jetzt eher nicht. Die, aber die halt auf jeden Fall. Ich hatte die gerade an, die sehen echt eigentlich sehr nice aus. Sieht jetzt irgendwie echt komisch aus, wenn ich die so halte. Aber ich finde die echt irgendwie ultra nice. Und ich liebe Target so sehr. Target ist fast mein Favorite Store. Damals auch schon immer gewesen, als ich schon immer shoppen gegangen mit meiner Gastmutter hier. Jetzt schwende ich mal ein bisschen rum. Die haben echt so schöne Sachen. Die haben alles. Von Haus zu Spielzeug zu Anziehsachen, Deko, Badezimmer, alles. Ich liebe diesen Store. Und natürlich haben die meinen allerliebsten Snack, mein Favorite Snack. Ich gehe jetzt mal hin. Die haben auch so geile Pancake-Mixes. Das ist der beste Pancake-Mix. Da haben wir früher immer, sorry, so viel meine früher im Gastfamilie rede, aber es war halt so. Und, aber der wiegt allein schon ein halbes Kilo, wenn ich das mit nach Hause nehme. Das ist wie so eine Mischung. Das kann ich ja nicht machen. Also nicht, dass ich das jetzt kaufe, aber ich glaube, ich kaufe es mir trotzdem für zu Hause, für Wien. Die sind echt gut. In Heaven. Die sind sogar im Sale. This is, you're coming home with me. Zumindest ist es noch nicht jetzt, weil die müssen eingefroren sein. Und ich wollte noch in Forever 21 gehen. Das heißt, ich kann sie mir jetzt noch nicht kaufen. Also werde ich sie mir auf jeden Fall später kaufen. Leute, ich sehe so schlimm aus. Jedes Mal, wenn ich in die Kamera gucke, denke ich mir, wie kannst du jetzt ein YouTube-Video aufnehmen in dem Zustand? Oh Mann, ey. Falls irgendjemand die in Wien gesehen hat, oder irgendwie so Acai, oh mein Gott. Ja, sag mir bitte Bescheid. Also dieser Target hat wirklich Ikea-Größe. Das ist so krass. Ich weiß gerade gar nicht, wo der Ausgang ist. Obwohl, ich glaube da hinten. Crazy. Okay.
mein Shoppingtag ist beendet. Ich mache mich jetzt auf den Weg wieder nach Venice. Okay, ich bin wieder von meinem Shopping und vor mir stehen hier die ganzen Tüten, weil ich gerade schon einen Snapchat-Haul an meine besten Freunde gemacht habe. Aber ich mache euch jetzt natürlich auch noch einen Haul. Ich werde schauen, wie das mit dem Licht ist. Deswegen sind meine Sachen gerade, liegen die schon auf dem Bett und nicht in den Tüten. Okay, fangen wir an. Und zwar, gut, liegen jetzt hier ganz oben meine ganzen Unterwäschen von Victoria's Secret. Ich kann hier mal ganz kurz, das ist der halt BH. Und das sind meine ganzen Unterwäschen, die ich geholt habe. Ich meine, die muss ich jetzt nicht zeigen oder möchte ich auch nicht zeigen. Kann man vielleicht verstehen. Dann war ich bei Hollister. Habe ich mir diesen Rock geholt und den habe ich schon in grün. Mir letztens erst geholt in so grün-weiß. Und jetzt habe ich mir den noch in blau geholt. Der ist richtig schön. Ja, der war auch irgendwie auf 10 Dollar reduziert oder weniger. Und dann habe ich mir da noch bei Gilly Hicks einen richtig, richtig schönen BH geholt. In weiß. Bei Target habe ich mir ja meine Cookie Dough Chunks geholt, Haargummis, weil ich welche brauchte. Und ich habe mir so eine Schlafshorts geholt. Das sieht jetzt echt unspektakulär aus, aber die sah eigentlich echt gut aus, als ich die anhatte. Ja, das ist einfach nur zum Schlafen. Forever 21. Und da habe ich geholt einmal dieses Oberteil. Das sieht angezogen richtig schön aus. Das ist in der Farbe. Das sieht echt richtig schön aus. Ich glaube, das ziehe ich sogar heute Abend an. Dann so zwei Sport-BHs oder so Sport-Oberteile. Eins in weiß und eins in grau. Das sah richtig gut aus. Das sieht jetzt irgendwie hier nicht so gut aus, aber das sah echt richtig gut aus. Aber ich gucke die ganze Zeit oben in den Bildschirm. So ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Unterwäsche oder ein Top ist. So eins ist ein bisschen durchsichtig, aber das sieht richtig schön aus. Dann war ich noch bei Sephora. Und da habe ich mir einmal einen Blush geholt von Rare Beauty. Die Marke gibt es auch, glaube ich, nur hier. Wenn ich mich nicht täusche, ich weiß es nicht. Ich habe es, glaube ich, keine Ahnung, ich gehe so selten in den Sephora rein, deswegen, ich glaube, wir haben auch gar keinen in Wien. So sieht der aus. Ja, so. Ich bin gespannt, den auszuprobieren. Dann habe ich mir endlich, Leute, ich habe ihn mir endlich geholt. Ah, der Highlighter, der Blush von Charlotte Tilbury. Ich freue mich so, den auszuprobieren, oh mein Gott. Ich werde die ganze Zeit immer bei Sephora und ich so, ach, hol ich mir, hol ich mir nicht, hol ich mir, hol ich mir nicht. Jetzt habe ich gesagt, okay, ich hole dir mir. Ja, das war's. Ich habe mich versucht zu beeilen. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Wenn nicht, ist nicht schlimm, wenn mir gefallen sie. Und ja, ich habe jetzt gerade eine Kleinigkeit unten gegessen in der Küche. Und jetzt mache ich meine Nägel endlich, muss meine Nägel endlich wieder neu machen, es wird Zeit. Und heute Abend werde ich abgeholt. Und dann gehe ich noch in eine Bar, ich glaube nach West Hollywood. Wo genau, weiß ich auch nicht. Ja, so viel dazu. Gestern ist ein bisschen eskaliert. Ich will gar nicht weiter drauf eingehen. Ja. Ein bisschen unangenehm. Aber ja, dementsprechend ging es mir auch heute. Es ist gerade ein Wunder, dass ich am Strand liege. Wirklich, es ist ein Wunder. Nachdem was letzte Nacht passiert ist. Aber hier bin ich. Ja. Ich glaube, ich wollte eigentlich nur ein Outro drehen, weil ich wollte das Video nicht an der Stelle von gestern beenden. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat der Vlog gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf den nächsten Vlog, denn das wird der Vlog sein, wenn ich meine Gastfamilie endlich wiedersehe. Ich fliege ja übermorgen nach Portland und ich freue mich
sehr, 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 sehr. So, stay tuned.